Wer Checkpoints einbaut, ist ein richtig guter. Sie fliegt weg! Sie fliegt weg! Lass mich dir folgen! Huch! Hey Leute, was geht? Danja hier bei Spiel mit Maps and Games und vielleicht habe ich ja euch heute mal geprankt. Ich habe nämlich auf Instagram und auf YouTube gesagt, dass ich heute Bibi spielen werde. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich schaue einfach, wo sind die Leute, die mir auf Roblox folgen, gerade online und werde dann einfach mal dazu joinen, mal schauen, was sich da so ergibt und in welche Spiele ich da überhaupt so reinkomme. Ich würde das jetzt relativ zufällig machen. Okay, Adopt Me. Adopt Me spielt hier gerade. Schauen wir mal. So, schauen wir mal. Ich bin halt mal ein Baby. Ich schau mal, ob ich jetzt diese Person finde. Lars und Roman Fanswelf. Okay, mal schauen, ob ich die finde. Vielleicht bin ich ja das Haus. Das Ding ist, bei Adopt Me kann man ja auch seinen Skin relativ einfach verändern. Oh, ich bin ja ein Baby, da geht's mir immer schlecht. Wenn ich die Person nicht finde, schreibe ich einfach in den Chat. Vielleicht finde ich sie noch. Ich frage einfach mal. Bist du hier? Danja, hier von Spiel mit mir. Ich finde sie leider nicht. Bei Adopt Me ist es aber ehrlicherweise auch sehr schwierig. Das hat leider nicht geklappt. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Dann muss ich jetzt in ein anderes Spiel gehen und versuche, jemand anderen zu überraschen. Mal schauen. So, Rebecca13 ist auf Stage 4 und die würde ich gerne überraschen. Ui, da ist richtig was los, ne? Da ist ja richtig was los hier. Huch, Basic Belong for Free und jetzt schaffe ich es hoffentlich. Aber ich glaube, die Stages sind hier relativ lang, oder sehe ich das nicht falsch? Jetzt fliege ich hier mit dem Heißluftballon durch. Sehe ich das richtig? Oh, da ist das Haus von oben. Das Haus von oben ist ja cool. Oh nein, Rebecca 1-3, sie verschwindet. Nein. Okay, dann treibe ich hier jetzt auch nochmal rein. Ich würde gerade sagen, hier war ich doch schon, aber das sieht wahrscheinlich zwischen jeder Stage so aus. Ah, ich könnte hier schwimmen. Das dauert ja ewig, bis man hier mal irgendwo ist. Und Rebecca hat leider auch verlassen. Niemand möchte sich von mir überraschen lassen. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Okay. Okay, Lara Bulldog. Dragon Adventures spielst du anscheinend. Und ich jetzt auch. Ja, so kann ich tatsächlich auch gut neue Spiele entdecken. Okay. Hi, oh mein Gott, habe ich jetzt einen Drachen? Das ist ja cool. Das ist super cool. Oh mein Gott. Okay. Oh, das ist cool. Das ist ja mega. Das ist ja mega. Ich will da hoch. Das ist ja richtig cool. Ey, was man hier für tolle Spiele entdeckt. Ich glaube, das sollte ich unbedingt öfter machen. Ah, und hier hat quasi jeder so eine Basis. Dann kann ich ja theoretisch direkt mal nach ihr suchen. Also das musst du ganz unbedingt einfacher gestalten, Roblox. Voll schwer, jemanden zu finden. Wo bist du, liebe Lara? Wo bist du? Da. Da hinten. Rot eingekreist, da fliegen wir jetzt mal hin und vielleicht finden wir sie da. Vielleicht wird es heute mal unser Glückstreffer. Ui, cool. Okay. Achso, kann ich hier nicht rein? Sie fliegt weg! Sie fliegt weg! Lass mich dir folgen! Lass mich dir folgen! Fliegt sie doch nicht wirklich auf dem Drachen weg? Ich überrasche heute. So, hallihallo, Hallöchen. Schön, dich zu treffen. Was geht hier ab in dem Spiel? Was passiert hier? Kann man hier Drachen und so? Das habe ich schon mitbekommen. Hey, Feuerspeien? Hör mal. Wow, ich kann Feuerspeien. Das ist ja mega cool. Ey, ich muss mir das Spiel aufschreiben. Auf, auf.
auf und davon. Shiny Dragon Egg. Was? Shiny Dragon Eggs? Okay. Und das will ich jetzt haben, das Shiny Dragon Egg? Oder was ist jetzt damit? Und kann ich das jetzt ausbrüten? I wonder what's inside. Touch the color and fetch egg. Okay. Aha. Okay. Kann ich das nehmen? Nehmen. Ich habe einen neuen Babydrachen. Die Soyo ist ja mega cool. Und den Rest lässt sie mir, um das herauszufinden. Ja, das kann ich nicht gut verstehen. Aber ich würde jetzt, glaube ich, direkt mal zum nächsten Spiel springen. Ah, ja, ja. Die gute Lena spielt gerade Paradies mit Hindernissen. Ist voll? Echt jetzt? Ist voll? Ah, jetzt kann ich wieder rein. Okay. Da ist Lena. Oh, sie hat die gleichen Klamotten an wie ich. Cool. Drei Leute mit den gleichen Klamotten. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber es ist sowieso das coolste Outfit, was man tragen kann, meiner Meinung nach. Und sehr schöne Obi. Sehr schöne Obi. Die spiele ich doch einfach mal. Ich hoffe, das ist auch deine. Ach, guck mal. Wir spielen mehr jetzt in Games von Kyla. Ja, da hat sich doch jemand was überlegt. Ich glaube, ich spiele dann einfach mal ein paar. Ja, Kahn ist nicht da, aber ich bin da. Ich bin diese Woche, wie gesagt, allein. Ja, ich habe mit der hier angefangen. Mit der soll es weitergehen. Ich war jetzt ein ganz paar Tage nicht mehr hier bei Obstacle Paradise unterwegs, aber es ist immer wieder, ich bin hier gerne. Ich bin gerne bei Obstacle Paradise. Und mit der bin ich ja mal durch. Dann mache ich hier, glaube ich, noch welche. Ui. Die hier, da steht direkt für Spiel und mehr Apps in Games von Kyla. Vielen Dank, Kyla. Ich spiele die mal. Ich bin ja gerade mal hier, dann können wir das auch mal spielen. So. Jawohl, jawohl, jawohl. Nein! Wie konnte ich denn bei dem Hindernis? Oh, es ist schon spät. Ihr müsst wissen, es ist schon spät. Moin, moin. Rot, grün, blau, nix, gar nichts. Oh, grün war eine gute Farbe. Und mir wurde gesagt, das soll wohl so funktionieren, dass man hier so reinzoomt und dann kann man nicht sehen. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Aber ich habe gerade Zufall das Richtige gewählt. Wahnsinn. Hi. Ja, hi Kyla, vielen Dank für deine Obi. Nix war. Ein bisschen mal hier durchklicken. Wen haben wir hier? Die liebe Lotte, die 1105 spielt auch Obstacle Paradise. Schauen wir doch hier mal vorbei. Ist sie noch da? Lotte, bist du noch da? Auf jeden Fall ist sie eine Obi für Spiel mit mir. Und wenn da eine Obi für Spiel mit mir ist, dann spiele ich die doch. So, so, so. Okay, das hat erstaunlich gut geklappt. Die ist ja richtig schön. Die ist ja mega schön geworden. So, 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 so. Und wir müssen ja dazu sagen, hier sind Checkpoints drin. Wow. Ihr wisst, was das bedeutet. Wer Checkpoints einbaut, ist ein richtig guter. Kann man eigentlich irgendwo einsehen, wem diese Obi gehört? Boing, 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 boing. Also, wenn ihr möchtet, dass ich das öfter mache, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das so ein paar Mal. Vielleicht auch mit Kahn, wenn er da Lust drauf hat. Weil ich finde es eigentlich ganz witzig. Ah, jetzt hüpft der Ropper! Tanja, spring! Spring! Ein Checkpoint an der richtigen Stelle kann so vieles bewirken. Hey. Ich finde dich leider nicht. Ich finde die Person nicht, nach der ich doch eigentlich suche. Da muss ich leider wieder gehen. Tut mir leid. Okay, ich schaue jetzt mal, ob ich noch jemanden finde. Falls nicht, mache ich das super gerne einfach nochmal. Bunny? Okay, Spiel beitreten. Ah, das ist sowas wie Piggy, oder was? Und wie läuft das hier? Genau wie Piggy? Hallo, Kafu. Huch. Hi, Kafu. Ist das hier wie Piggy?
Ja, Chapter One House, oder? Jo, okay. Und dann gucken wir mal, wie das Spiel hier überhaupt funktioniert. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Geil. Achso, sie hat aufgemacht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, und da unten ist Bunny, nehme ich mal an. Ja, jo. Das ist jetzt hier natürlich nicht ganz so günstig. Nicht mich, okay, bitte nicht mich. Ah, ich habe das Brett gefunden, glaube ich. Oder? Nee, doch nicht. Sorry, ich dachte, ich habe den Tag gerettet. Doch nicht. Auch ein lustiges Spiel. Ist halt so ein Piggy-Spiel. Finde ich aber gar nicht schlimm. Ihr wisst, ich mag ja Piggy-Spiele. Bis auf das Puppet-Spiel. Ich glaube, ich habe es schon ab und zu mal gesagt, ich habe eine ganz krasse Puppenphobie. Deshalb werde ich Puppet nicht spielen. Aber alle anderen Piggy-Spiele sollten eigentlich in Ordnung sein. Oder alle anderen Piggy-artigen Spiele sollten eigentlich in Ordnung sein. Hä? Verstehe ich so nicht. Dann kann ich... Oh, das war ja mal eine knappe Kiste. Nur ja, gut. Du hast dich doch gerade wohl nicht geopfert, oder? Fafu, hast du dich geopfert für mich? Das hast du nicht gemacht. Och, Bunny. Aber gut, sei es drum. Ich hatte mega Spaß heute und ich hoffe, ihr auch. Und vielleicht mache ich das noch ein paar Mal. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und mir bei Roblox folgen. Dann kann ich euch vielleicht auch mal joinen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!